Einen schönen Sonntag. Wir haben 9:05. Silvia am Sonntag, der Talk. Und ich sage herzlich willkommen dem bekannten Hundetrainer Martin Rütter. Hi. Ja, wir haben schon gelacht, weil es ist schon so eine ungewöhnliche Situation auch für mich. Wir hören das Tier und es ist nicht eingespielt. Es steht hier neben mir und kläfft mich empört an, weil wir uns erdreistet haben, die Tür zu schließen im Studio. Das fängt ja schon mal gut an, was? Ich muss auch sagen, der Hund ist. Ich muss mich auch. Ein Traum. Du hast jetzt was für ihn, ne? Wir konditionieren ihn jetzt direkt um. Ja. Und jetzt hat er ja einen Moment nicht gebellt und das belohne ich dann. Und sage, guck mal, jetzt hast du nicht gebellt. Wir überleben es alle. Das war jetzt, weil die Tür, der ist ja hier rum in dem, und wollte einfach wieder raus. Genau, der ist jetzt ja, das sieht man schon, ich kenne ihn ja jetzt wirklich erst ein paar Minuten. Mhm. Ist ein sehr freiheitsliebender Hund, sehr eigenständiger Hund. Und der findet das wirklich sehr eingrenzend, dass er jetzt hier nicht rumlaufen darf. Und deshalb bellt er empört. Mhm. Aber das ist wirklich so interessant. Also du siehst ja nicht nur den Hund an, du siehst ja auch den Menschen an. Ne? Und wir alle wissen ja dadurch, dass es dich ja gibt. Das Problem ist ja nie der Hund, das Problem sind immer wir Menschen. Das ist Gott sei Dank so. Das Gute ist, genau deshalb kann man ja auch so viel erreichen. Das heißt, wenn die Leute zu mir kommen, die haben ja zum Teil 7, 8 Jahre die dramatischsten Probleme zu Hause. Und ich bin eigentlich immer froh, wenn ich sofort sehe, hey, die machen aber viel falsch. Weil dann kann ich an Stellschrauben drehen. Wenn ich irgendwo hinkomme und denke, ey, die machen schon viel richtig und der Hund ist echt kompliziert, dann dauert das alles sehr lang. Aber in der Regel sind die Probleme schnell wieder weg. Deshalb ist es auch so schön, deine Sendung zu schauen, weil du kommst dahin, siehst die Probleme und irgendwann kommst du wieder und alles geht viel besser. Ja, wobei man jetzt beim Hundeprofi sagen muss, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man ja, ich komme dahin, die Blumen blühen. Ich fahre wieder weg, liegt Schnee. Das verdränge ich dann. Also 3 bis 6 Monate verbringen die Leute dann mit mir Zeit und wir reden von 10 bis 50 Trainingseinheiten. Frustration. Er ist empört, dass ihm jemand die Tür verschließt. Aber bei uns zu Hause sind die Türen immer offen. Silvia am Sonntag heute mit Martin Rütter, Milo und Silvia. Schön, dass Sie dabei sind. Sind wir am Sonntag, der Talk heute mit Hundeexperte Martin Rütter. Milo ist auch dabei, den habe ich mal mitgebracht heute und ich muss dir wirklich recht geben, Martin, weil ich habe ja noch nicht so lange jetzt meinen Hund, also der kam mit 4 Monaten zu mir, das sind jetzt so etwa 7 Monate, 8 Monate, dass ich den habe und das Leben ändert sich wirklich sehr. Total und ich finde das auch wirklich spektakulär, also der Hund ist ein unglaubliches Transportmittel und auch ein Türöffner im Sinne von soziales Leben. Ich finde das ja gerade so schön, dass ich, wenn ich diese Quatschgeh-Spaziergerunden morgens sehe, dass da wirklich ein Universitätsprofessor mit einem Schreiner und einer Krankenschwester spazieren geht. Und die haben sehr unterschiedliche Lebenskulturen, aber die Hunde mögen sich und plötzlich freuen die sich an. Und das finde ich ganz spektakulär. Es ist auch sofort eine andere Stimmung, wenn so ein Hund im Büro ist. Ja? Also auch jetzt Milo hier, sofort sind alle, auch die Jungs, oh wie süß und kullern sich auf dem Boden rum. Also das ist sofort eine Änderung. Es gibt ja auch inzwischen wissenschaftliche Studien, die belegen, dass eine Stimmung gerade in einer Bürosituation sich auflockert durch den Hund. Trotzdem, ich habe das ja mit vielen mittelständischen Unternehmen schon durchgesprochen, wir entwickeln dann immer so eine Art Hundeknigge und sagen, ja, das ist toll, wenn der Hund da ist, aber es wird garantiert auch irgendjemand geben, der sagt, ich bin allergisch, ja. Der nächste sagt, ich habe Angst und deshalb müssen Spielregeln her. Klar. Und für mich ist immer eine Spielregel zu sagen, in Gemeinschaftsräumen, wo ganz konzentriert, von mir aus in einer Besprechung oder beim Essen, ist der Hund eben nicht. Der Hund bleibt in dem Büro der Person, die für den Hund verantwortlich ist und wer Lust hat, kann mal schmusen kommen. Das ist schön, ja. Und dann ist es wirklich ganz unkompliziert. Also ich wundere mich eigentlich hier, weil hier ist ja eine tolle Atmosphäre, hier ist echt eine gute Stimmung in diesem Sender. Wundere mich eigentlich, dass es mit dem Hund so schwierig sein soll. Naja, du siehst es ja, du hast es gerade erwähnt, weil wir haben wenig Büros hier, Großraumbüros. Gibt auch bei uns Menschen, die haben eine Allergie. Und Chefs, das werden uns jetzt auch, das werden die Zuhörer wahrscheinlich auch kennen, die haben ja schnell auch so die Angst, es wird nicht mehr gearbeitet. Diese Angst von Chefs, dass die sagen, dann wird nicht mehr gearbeitet, ja. Und es ist wirklich, ganz kurz weg vom Thema Hund, ganz, ganz wichtig ist, also ich habe ja selber, bei mir im Büro arbeiten 40 Menschen inzwischen. Und mir ist
im Gegenteil sogar wichtig, dass die auch mal ein Schwätzchen halten. Ja. Das gehört auch dazu. Na klar, also ich meine, wenn ich jetzt da hinkomme und den ganzen Tag knallen da die Gurken, das ist blöd. Aber trotzdem gehört ja auch dazu, sich mal so auf dem Flur auszutauschen. Und auch da kommen Leute zusammen im Büro über den Hund, die sonst wenig miteinander zu tun gehabt hätten. Am Mittwoch gibt es ja hier bei FFH den Vier-Pfoten-Tag und vielleicht kannst du dann mal mit unseren Chefs reden. Vielleicht entwickelt ihr zusammen so einen Hundeknicke für Hitradio FFH. Martin Rütter, heute zu Gast bei Silvia am Sonntag, der Talk. We are searchlights, we can see in the dark. Silvia am Sonntag mit Deutschlands bekanntestem Hundetrainer Martin Rütter. Milo, mein Hund, ist auch anwesend. Das heißt, wenn Sie es bellen hören, dann ist es Milo. Martin, ich war ganz überrascht, weil ich habe immer gedacht, du hast jetzt zwei Hunde, Emma und Abby. Aber jetzt hast du nur noch Emma. Was ist mit Abby passiert? Ist mit der Ex-Freundin nach Hause gegangen. Und Scheidungshund. Ja, aber auch gar nicht schlimm, denn die Ex-Freundin hatte Abby ja mitgebracht. Wir haben nach wie vor einen sehr netten Kontakt und es ist wirklich alles völlig unkompliziert. Ja. Aber jetzt lebt eben nur noch Emma bei mir. Und Emma, die ist wirklich dir zugelaufen? Oh, Emma, ich habe wirklich gedacht, jetzt haben sie mich bei Verstehen Sie Spaß, weil ich habe die Tür geöffnet und dann saß dieser Hund da. Man kann es einfach nicht glauben. Es ist ganz absurd und ich habe das sogar gefilmt. Ich habe sofort das Handy rausgeholt, weil ich gedacht habe, ja Jungs, hier von Verstehen Sie Spaß, ihr könnt mich mal. Mach ich das mal. Weil sie saß vor der Haustür, ist an mir vorbeigerannt, ist ins Wohnzimmer gerannt, auf die Couch gesprungen und hat so getan, als wäre nichts gewesen. Und da war mir klar, okay, Guido kann's. Ja. Ja, und dann stellte sich raus, die ist zu Hause abgehauen. Ja. Und die ist da auch zu Recht abgehauen, weil die Leute den Hund sauschlecht behandelt haben. Also Emma war ein Jahr lang nur zu Hause, war 15 Stunden am Tag zum Teil alleine. Die hat alles zerstört, weil sie nicht mehr konnte. Mhm. Und eigentlich war mein Impuls zu sagen, pass auf, ich behalte den Hund. Ich erziehe den und vermittle den weiter, weil dieser Hund ist unheimlich temperamentvoll und ich wusste nicht, ob der zu mir passt. Aber dann war ich halt nach 3 Tagen verknallt und dann ist sie geblieben. Also ich muss Ihnen jetzt mal kurz beschreiben, was im Studio passiert. Milo weiß gar nicht zu schätzen die Bedeutung dieser Situation. Also Deutschlands bekanntester Hunde-Experte gibt Milo ein Leckerli. Komm her. Prima. Ja, er fängt jetzt an, Kontakt zu suchen. Und wenn er sich neben mich setzt und ruhig ist, dann kriegt er eine Belohnung. Während der winselt, kriegt er nichts. Weil dann würde er ja belohnt werden und würde immer weiter winseln. Genau. Also ignorieren, ne? Ich könnte den jetzt ignorieren. Ja. Also wir sitzen das jetzt aus, auch wenn es für den Zuhörer vielleicht komisch ist. Aber ist die Realität, ne? Also weil so, jetzt sitzt er hier und bellt und will Aufmerksamkeit. Ja, klar. Das zeigt aber übrigens, dass er von dir zu häufig Aufmerksamkeit kriegt, wenn er sie einfordert. Denn er hat eine geringe Frustrationstoleranz. Er kriegt es nicht und bellt sofort. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du jemand bist, der, wenn er kommt, er ist präsent und sofort kriegt er eine gewisse Form der Ansprache, Aufmerksamkeit. Der kommt angeschlendert, ach guck mal, wie süß der ist, du kraulst ihn. Er ist im Grunde nicht gewöhnt, nicht dran zu sein. Und dann ist er noch rüde, nicht kastriert. Das kommt noch dazu, oder? Das, was wir hier sehen, hat nichts mit Rüden zu tun. Und nichts mit Sexualität zu tun. Einfach nur, ich bin wichtig. Ja. Also das zu schaffen, da immer konsequent. Der ist und doch so süß. Es ist einfach nur mein Problem, ne, Martin? Oh, ich wusste, dieses Interview wird sehr schwierig für mich. Martin Rütter zu Gast bei Silvia am Sonntag, der Talk. Milo ist auch dabei. Es ist genau wie im Fernsehen. Martin Rütter, der bekannte Hundeexperte, kommt, schaut sich so kurz den Hund und die Besitzerin oder den Besitzer an und erkennt sofort die Probleme. Ist auch bei mir und Milo schon passiert. Mit Hunden, Martin, sagst du, musst du Dinge aushalten können. Der Hund will Aufmerksamkeit, bellt, springt hoch, ignorieren. Und du kannst es richtig gut. Ich weiß für mich, einem Hund gibt es Sicherheit, wenn er nicht die erste Geige spielen muss. Und deshalb ist klar, also wenn Emma mit einem Bällchen kommt, heißt das für mich, dass ich nicht mit der spiele in dem Moment. Aber wenn die Emma ruhig in ihrem Körbchen liegt und geduldig ist, dann hole ich den Ball raus und dann gibt's Feuer. Und dann haben wir Spaß gemeinsam. Milo, wenn wir den Milo jetzt beobachten, er hat's ja jetzt mehrmals versucht, ist an mir hochgesprungen, jault und winselt. Und jetzt ist er hier gerade auf Erkundungstour. Der läuft hier rum und sagt, was könnte ich mir einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit zu kriegen? Ja, also irgendwas anbeißen genau, oder so. Genau, es kann ne? sein, der kaut jetzt mal irgendwo